Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Little Guide. Heute geht es um ein Pferde-Ein- und Auspark-Hilfesystem. Wer kennt das nicht? Ihr kommt mit einem Pferd nach Hause von irgendeinem Abenteuer, voll die Schnauze voll, wollt nur ins Nest und seid dann zu blöd, das Pferd hier reinzukriegen, ne? Weil ihr mal gucken müsst, dass die Sprungkraft passt und über den Zaun kommt. Dafür habe ich eine kleine Abhilfe, die das alles ein bisschen leichter macht. Ich habe ein paar Kolben vor und hinter den Zaun eingearbeitet. Das Ganze sieht so aus, das ist für innen. Na, dann kann man einfach drüber laufen und das ist für außen zum Ausparken, wenn man halt drin ist. Weil der läuft ja einfach über einen Block drüber, zack, und schon seid ihr drin. Dann könnt ihr das wieder runter machen. Und beim Ausparken dasselbe, ne? Anmachen, zack, könnt ihr einfach drüber laufen. Aus und alles ist schick. So, ist voll simpel. Zack. Fährt zum Kreis. Ja, ist voll simpel, wie gesagt. Könnt ihr natürlich mit allen machen. Esel, Maulesel, ne, Maultier heißt das hier. Ja, alles, was man reiten kann. Ihr wisst, was ich meine. So, wie geht das? Eigentlich total einfach. Der Clou ist dabei natürlich, dass ihr dann einen Hebel habt, der das Redstone eine Ebene weiter unten aktiviert. Na, und schon ist hier ist alles gleichmäßig. Also das ist jetzt mal unser Boden, sag ich mal. Und ja, dann könnt ihr entweder nehmt ihr einen normalen Kolben, dann müsst ihr halt auch Kies oder Sand nehmen, halt irgendwas, was runterfällt wieder, damit ihr das damit es immer wieder runter geht, sonst hängt sie an der Luft, oder ihr nehmt halt einen Klebekolben, den habe ich auf der anderen Seite für den Grasblock genommen, damit ihr das halt immer wieder runterzieht. So, na, dann macht ihr euren Kolben dahin, schwuppdiwupp, dann ist das oben und so ist alles gleichmäßig. So einfach ist es. Wer nicht weiß, wie ein Kolben geht, dann hier mal ein kurzes Bild. Und ja, den Kolben dann einfach mit so einem Schleimball kombinieren und dann habt ihr einen Klebekolben. Ja, so einfach geht's. Jetzt wisst ihr Bescheid. Und das war's auch schon. Dann war wirklich kurz, knackig, aber hilfreich, denke ich mal, für den einen oder anderen. Dann haut rein und bis zur nächsten Folge. Ciao!